Hola und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolve the Big Alpha. Und wie ihr schon seht, wir spielen heute Bucket. Das ist der andere Support, der neue Support. Einfach ein anderer Charakter zu dem wir schon kennen. Wir hatten ja bisher Hankies, der genau. Jetzt haben wir Bucket, das ist ein Roboter, der seinen Kopf nehmen kann und den Kopf dann als Drohne nutzen kann, um so zu spionieren. Dann habe ich hier noch einen Raketenwerfer, hier. Den kann ich hier so lenken mit dem Laser. Dann habe ich, wie der Hank auch, Unsichtbarkeit. Ja, dann wird mein Team und so unsichtbar, dass hier in der Nähe ist. Und dann, ja, eben die Fähigkeit. Ah ja, und Sentry Guns, genau. Den würde ich euch gerne nochmal vorstellen, weil den habe ich noch nicht gezeigt. Und, ja, jetzt schauen wir mal, wo das Monster Lane ist. LOL. Oh mein Gott, wie inkompetent war das denn? Wie ist der denn gestorben, ey? So, jetzt erstmal hier hoch. Genau, ich werde euch noch den, ich weiß nicht, habe ich den Medic schon gezeigt? Den Assault habe ich gezeigt, in Folge 2, glaube ich. Den Medic bin ich mir gar nicht sicher. Und wen gibt es noch, den Trapper? Also ich weiß nicht, ich würde euch gerne für jede Klasse einmal zeigen, einmal vorstellen. Aber jetzt erstmal mit dem Support Bucket. Ich zeige euch dann gleich mal, wie der Kopf funktioniert. Das ist ziemlich witzig, damit kann man nämlich das Monster locken. Und ich werde es... LOL. Und das Monster ist übrigens Kraken, ja. Also das ist richtig heftig. So, jetzt passt auf. Jetzt hat er seine Hand da an seinem Kopf. Jetzt passt auf, Freunde. Ich spiele übrigens mit der Maus und Tastatur, also nicht wundern, dass der da... Alter, die lassen sich alle killen. Nicht wundern, dass hier die Konsolen-Controller-Steuerung gezeigt wird. Ich weiß nicht, wieso. Erst seit kurzem so. Ich wollte eigentlich auch mit dem Kumpel zocken, aber auch das hat nicht geklappt. Weil das hier einfach so geleckt hat alles. Hier liegt gerade auch alles ein bisschen rum. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir ihn finden und locken können. Wo? Ist der? Also ich erkenne diesen Seesturm so gut. Da! Da ist er. Der macht sich hier gerade zum... Wie komme ich hier wieder raus? Ja, ich habe ihn gelockt. Also wie komme ich denn jetzt hier wieder... Alter. RT... Abort, was ist ein B von der Taste, bitte? Alter, wollte ich mich jetzt verarschen. Wie komme ich denn wieder zurück? Ach, wow. Okay, alles klar. Keine Ahnung, was B von der Taste ist. So, wie ich hab's markiert. Da hinten ist es. Ja, da die Hand ist es. Das ist schon mal ziemlich geil, der Kopf eigentlich. Dumm ist halt, dass ich in der Zeit selber nicht laufen kann. Das heißt, ich schicke den Kopf vor, ja. Und dann ist es da. Aber... Oh Gott, die Markierung hält ja gar nicht lang. So, ich schneide, versuche meinen Weg abzuschneiden. Ich weiß, alleine rumlaufen ist nicht so geil, aber hat sich schon oft bewährt. Einfach woanders zu laufen, das mit Schneesturm ist natürlich absolut kacke. Da ist er. Da vorne ist er. So, Freunde. Den snacken wir uns jetzt mal. Kraken ist richtig, ich finde, er ist deutlich schwieriger zu bekämpfen als Goliath. Vor allem mit meinen Raketen hier. Das wird jetzt wirklich witzig, den überhaupt zu treffen, wenn der da so rumfliegt. So, da hinten ist er. Jetpack ist wieder voller Marsch. Ich mache mich wieder unsichtbar, damit er mich nicht kommen sieht. Und dann, das ist er nicht. Das ist nur ein Mongo. Boah, dieser Schneesturm, ne? Das ist im Wetter schon geil gemacht. Also das sieht schon ziemlich, ziemlich nice aus. Das ist jetzt sausch... Was war das denn? Ich höre ihn doch schießen. Das sind diese Minen. Die höre ich hier die ganze Zeit. Die sind direkt in der Nähe. Diese Minen von dem. Alter, wollen die verarschen? Da ist er. Vorne. Alter, der feuert diese Minen ab. Ihr hört dieses eklige Geräusch. Das sind die Minen. Bam. 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 So, wir haben eine Arena aufgestellt. Sehr geil. Ich habe auch ein paar Sentries verteilt. Ich weiß nicht, wie viele ich exakt zusammen verteilen kann. Zack. Bam. Boah, das macht Damage. Das macht gut Damage. Als Perk habe ich übrigens schnellere Nachladezeiten, weil das mit Raketenwerfer dauert ein bisschen. Boah, komm schon. Alter, das damit zu treffen ist so sauschwer auf nahe Entfernung. So. Aber nicht den Kopf. Ich stelle nochmal so ein Sentry hin. Und hier nochmal. Zack. Ich weiß nicht, wie viel ich davon hinstellen kann, ehrlich gesagt. Weil man irgendwann zerstört mal halt die alten wieder. Bam, Junge. Oh, wieder da hoch. Alter.
Die Minen, da seht ihr diese Minen, die schreien immer so ekelhaft. Boah, halt. Machst du krass viel Schaden. Sehr gut. Halt ihr noch ein bisschen auf. Oh. Ich glaube, die Raketen explodieren automatisch in der Nähe von dem Monster. Das heißt, ich muss jetzt nicht exakt zielen. Was sehr angenehm ist. Ah, komm es. Komm, zieh dich hoch. Bam, Alter. Wenn man da direct hit landet, dann ist das schon ordentlich Damage. Aber ich habe das Gefühl, dass die Standardwaffe, also vom Hank, irgendwie effektiver ist als der Raketenwerfer hier. Aber es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt Geschmackssache ist oder ob mir das nur so vorkommt. Kein Plan. Also, by the way, you guys, you should probably think about reviving your teammate instead of running away from him. Yep. Oh, scheiße. Ich war... LOL. Or just don't. Yeah, that was... Oh, shit. Ja, wir haben gerade einen Voice-Chat, das hat sich echt deaktiviert. So, wir müssen jetzt hier mal abhauen, Alter. Der kann uns folgt, der ist da oben schon wieder, ne? So, ich muss jetzt mal ganz kurz die Controls abchecken. Ich habe keine Ahnung, wie Voice-Chat... Wie der Voice-Chat geht. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Warum sind hier die Controller-Steuerung? Ich bin doch hier gar nicht mit Controller. Wie geht Voice-Chat? Was, nicht G? Ah, ich weiß es nicht. Egal. So, wo ist das Viech? Wir müssen auf jeden Fall sowieso den Power... Can you please revive? Ja, den habe ich nicht gesehen, ey. Was soll ich denn machen? Ich bin doch hier nur der... Ich bin nicht der Heiler. Alter, es lässt sich noch nicht von dem da killen. Ey, das ist ein... So, warten wir auf den. Die paar Leute. Okay, Leute. Der läuft sowieso zu Power Relay, also schnell dahin. Ich weiß nicht, wie man hier kommuniziert. Ich glaube, es war G, aber es funktioniert nicht. Hello? Hi. Da ist er! Got him, I got him! Jetzt müssen wir auch auf Englisch reden, damit er uns versteht. Bam! 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 Oh, ich krieg voll Schaden, Alter. Oh, shit! Okay, ich bin down. Okay, mein Team hat gar... Alter, ist ein definitiv gar... Thanks, dude! Thanks, dude! Ich weiß nicht, ob der mich hört. Aber dankeschön. Thank you. You're awesome, man. Damn! So, warte, ich, ich hab keine Ahnung, wie der Voice Chat. Ich will jetzt hier mit dem reden. Der ist voll cool, der Typ, der hier... So, warte, pass auf, wir warten jetzt, bis der down ist. Weil ich kann sowieso nichts für ihn tun. Jetzt mach ich uns unsichtbar. Pass auf, Freunde. Jetzt will ich Daisy reviven. Pass auf. Wie ich hier jetzt richtig sozial bin. Leute, schaut's euch an. Oh Mann, ich will jetzt mit dem reden. Ich glaube, es war G, aber es funktioniert nicht. I'm gonna continuously trank him. Try get doing some good damage to him while I'm doing that. Okay. Yeah, never mind. Okay. I forgot to be playing against the Kraken, so yeah. Ja, ich weiß nicht, ob ihr hier was versteht. Es ist so witzig, ey, mit so einem Ami zu sprechen. Amis sind sowieso geil, ey. Ich liebe Amis. So, Freunde, ich will mit dem reden. How can I speak? You press V. V? G. Like Gustav. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Nice. So it's push to talk. Yeah, it's push to talk. Alright. So, jetzt können wir mit dem reden. Jetzt auf zum Power Relay, ja? Ist das hier? Ich weiß nicht, wer unser Freund jetzt ist. Alright, dropship in a few seconds. I'm not entirely sure if we can still win this, because we just Kraken and we're almost dead already. And then last the rest, so of course we can do this here. Alter, der Kraken gibt jetzt erstmal richtig. Der gibt jetzt erstmal richtig, jetzt haut... Oh. That's still a high chance. Alter! It's not like you can one-shot us. Yeah, I'm down, it's impossible. No chance. Yeah, playing against the Kraken is so much fun.
I think it's way more powerful than the Goliath. Yeah. Not sure. If I jump down first enough, I might be able to revive you. No, never mind. Rip. Yeah, forget it. It's voll geil, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr alles verstehen könnt. Ich kann auch nicht so gut Englisch. Aber er scheint mich ein bisschen zu verstehen und ich finde das voll geil. Also wie gesagt, mit Kumpels macht das Spiel, glaube ich, 3-, 4-, 5-mal so viel Spaß. Und auch wenn ich die Typen nicht kenne, der ist witzig und das macht einfach Spaß. Und jetzt versuchen wir ein bisschen zu... Don't worry, just keep on hitting the power relay. We don't want him to do anything. Oh boy. He is an asshole. Oh god. Oh god. Just keep alive, please. You say that, but he's a Kraken. Oh boy. Oh god. He's coming. Is he following me or? Right side. Oh boy. I think he lost you. He seems angry. Oh, Freunde. Ja, der versucht jetzt hier ein bisschen abzuhauen. Der Kraken will den natürlich killen. Entweder killt den Power Relay oder eben hier den letzten, den Medic. Das ist unser Kumpel übrigens, mit dem wir gerade reden. Ziemlich witziger Typ. Und ich weiß nicht, wo der Kraken gerade ist, aber er scheint ihn zu verfolgen. Aber ich weiß nicht, ob das... I'm scared. Just try to not... Yeah. Go to... Yeah, I think it's by... He's attacking the Power Relay. Yeah. If he's attacking the Power Relay, I have to do something. Yep. 50 seconds. Ja, er muss jetzt. Er muss jetzt drauf schießen, weil sonst kann er weiterhin auf den Power Relay ballern. Und er muss ihm einmal ein bisschen Damage machen. Also er riskiert natürlich drauf. Aber er muss einfach, weil in der Zeit, wo der Kraken Schaden kriegt, kann er da nicht wirklich drauf kloppen. That's good. But I think you should. Stop feeding it. I don't have anything that can attack any faster. And the scout hit him maybe with the tranquilizer. I don't think that makes a difference. If I do it like that. Yeah, sorry. I was not attacking it anymore. Uh oh, 11 seconds, 10. He's not attacking the power relay. I don't know why. Woo! Pretty stupid. Run! I will survive! 1 sec. Yeah, yeah, man, we... we... That was close, but I think he will now destroy the power relay. When he's fast. I will not be revived, by the way. Yep. Okay. Das ist das gerade so geil, einfach nur. So, wir müssen jetzt... Der wird den Power Relay wahrscheinlich hier mit zerstören. Ich bin mir nicht sicher, wenn er schnell ist. Aber... Wir versuchen es natürlich. Der Power Relay ist... Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Und wir müssen jetzt sofort dahin. Weil der Kraken wird natürlich versuchen, da Damage zu machen. Der hat mich gleich Wait, there's a buff. I can take him over. No! Damn! Well, if he can stay alive. Yeah. Schade. Schade, schade, schade. Trotzdem mega witzige Runde mit dem Ami hier. Oder wer auch immer. Und nicht in meinem schlechten Englisch. Sau witzig. Und schaut mal an, ey, wir haben Increased Feeding Rate bei 30% schneller essen als Monster, ist ziemlich heftig. Ich bleib in der Lobby und werde jetzt aber mal, ihr seht hier gerade, das sind die Sachen jetzt von meinem Ding. And this is where you gotta be lapsed, that rapid fire sniper rifle would have stopped him from doing any more damage to that power relay. But I had no, I could not see him. He was behind the rock, or...? No, I was just talking about the medic, because Lapsus was the other medic, and he has a rapid fire sniper rifle, the full action. Yeah. Oh, schade, doch. Ich weiß nicht, ob unser Kumpel jetzt hier noch am Start ist. Ich werde mal kurz die Rolle wechseln, und zwar auf tatsächlich den Trapper. Ich glaube, den habe ich noch nicht wirklich gezeigt. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Den schauen wir uns mal an. Sehen wir uns gleich wieder. Super witzige Runde. Ohne Spaß. Das war so geil. Der Typ, der hat sich... Yeah, my God. Playing against the Kraken is always fun. Especially when you join in when he's already almost level 3. Yep. I hope you have no problem when that I upload this video on YouTube. So it's part of my Let's Play video. No problem. Okay. I mean, after all, it's alpha, so it makes it's a good idea to share as much footage as possible. Yeah, exactly.